Bei einem Traditionsmasters in Berlin darf natürlich auch nicht Hertha BSC Berlin fehlen, aber man ist sang- und klanglos ausgeschieden. Wenn aber auch der FC Barcelona, bei dem es jetzt gilt, vielleicht nochmal eine letzte Schlusspointe zu setzen, Hertha BSC in den blauen Trikots von links nach rechts. Und die gute Stimmung, die machte sich dann auch langsam in den Köpfen der Herthaner breit. Das ist Wosch, versucht es sie erstmals und Peter Niemeyer mit etwas Glück beim Führungstreffer. 35 Jahre ist er jetzt jung, das sind 6 Jahre weniger als das Durchschnittsalter seiner Mannschaft, hatte zuletzt bei Darmstadt 98 seine Karriere beendet. Doch Berlin gerät so ein bisschen ins Straucheln. Christian Müller nicht gut in der Absprache hier mit Gábor Kiraly, der dann nochmal gefordert ist bei diesem Abschluss von Guico et Xea. Doch Berlin ist in Angriffslaune. Niemeyer so ein bisschen am Tricksen. Das ist Kobiashvili und Müller durch die Beine von Javi Guzmán. Christian Müller schon in der dritten Minute mit dem 2:0. Schön kombiniert, dann passt Barcelona nicht richtig auf, aber dann natürlich herrlich präzise abgeschlossen vom Angreifer. Das war jetzt etwas überstürzt. Wieder die Chance für Andoni Guico et Xea. Weiter geht's, immer noch in der ersten Hälfte. Schön abgelegt dieser Ball. Aber diesmal ist Javi Guzmán da. Gegen Rodney. Noch einmal Barcelona. Den Einroller schnell ausgeführt. Und dann ist Xavi Moro in der 8. Minute da und macht den Anschlusstreffer. Schön gespielt, gut reagiert. Und da fehlt so ein bisschen die Aufmerksamkeit für Berlin. Vor der Pause wollte man allerdings nochmal unbedingt erhöhen. Christian Müller in der 10. mit dem 3:1. Generell unfassbar viele Tore hier bei diesem Hallenturnier. Christian Müller steht hier richtig. Abseits gibt es natürlich nicht. Und auch deswegen dieser Treffer vollkommen regulär. Das ist jetzt Joffre Mathieu, macht das sensationell gut. Und wieder Kiraly verärgert, dass der Mann da so leicht durchkommt und verkürzen kann. Und es sind ja noch 8 Minuten zu spielen und Barcelona kämpft. Die wollen den Ausgleich unbedingt. Die wollen einen Ehrenpunkt in diesem Turnier haben. Aber Hertha gewährt nicht immer. Wunderbares 4:2 durch Gilberto, der damit auch das Endergebnis besiegelte. Schöner Schuss. Auch hier sind sie nicht wirklich aufmerksam. Und die Stimmung ist natürlich sensationell. Nochmal Müller, der hier verpasst. Aber das war es dann auch schon. Hertha BSC Berlin gewinnt mit 4:2 gegen den FC Barcelona. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.